Tag auch Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion. Und ja, wir wagen uns wieder in die Villa. Das letzte der vier Gebiete steht an. Und ja, mal schauen, was uns hier so alles erwartet. Erst einmal wieder es langsam, aber sicher wagen, in die Villa hineinzugehen. Und dann mal schauen, was uns alles für neue Herausforderungen erwartet, wenn wir jetzt mal auf die Karte schauen. Dann sehen wir, hier sind wir eigentlich durch. Hier haben wir, ja, drei Räume. Das sollte kein Problem mehr sein. Hier oben scheint anscheinend dann der Hauptfokus zu liegen, denn man sieht ja auch schon, dass dort oben anscheinend der Schlüssel ist. Also, den Schlüssel, den wir jetzt mal erhalten haben. Dass wir ihn dort oben einsetzen können und ich würde sagen, das machen wir auch gleich und deswegen gehen wir auch bitteschön richtig. Und nicht den verkehrten Weg, denn oben ist nicht immer oben. Manchmal muss man auch unten rum. Wie philosophisch, nicht wahr? Naja. Auf jeden Fall sehen wir da unten auch, wir haben eine Menge neuer Buhus. Seit dem letzten Part, dank dem Bosskampf von Bulussus. Und ja, 12 Buhus fehlen. Das könnte ja etwa der Raumanzahl entsprechen, die es auch fehlt, wenn wir auch noch die Keller betrachten. Das sieht also ganz gut aus. Aber wir lassen uns mal nicht zu früh davon überzeugen, dass wir direkt alles haben. Irgendwas vergisst man doch bestimmt immer. Irgendwo hat man immer ein Buch übersehen. So. Und wieder hier lang. Derselbe Weg wie beim letzten Mal im Grunde genommen. Alles noch beim Alten. So. Hier oben. Ich bin aber auch schlau, oder? Ich habe vergessen, eine gewisse Blume zu gießen. Falls ihr noch erinnert, unsere Standardtätigkeit nach jedem Bosskampf. Aber ich würde sagen, da kommen wir eh nochmal vorbei. In diesem Let's Play. Würde ich zumindest hoffen. Wenn nicht, dann bin ich selbst sehr blöd. Aber dann müssen wir nochmal vorbeikommen. Ich meine, wir müssen eh nochmal in den Keller. Da schlagen ein paar Bits ein. Und das sieht doch nicht so schön aus eigentlich. Ist ein bisschen düster geworden. Schrecklich, das ist eine echte Katastrophe. Der Strom ist ausgefallen. Der Blitzeinschlag von eben muss die Ursache für den Stromausfall sein. Bei dieser verdammten Finsternis sieht man nicht mal die eigene Hand vor Augen. Im Schutz der Dunkelheit haben die Geister freie Bahn. Sei vorsichtig, Luigi. Ja, und das heißt jetzt im Klartext, dass wir theoretisch überall, wo wir schon mal waren, wieder Licht aushaben. Das klingt doch ganz gut, findet ihr nicht auch? So, jetzt gehen wir jedenfalls hier hinein. Und was erwartet uns hier drin? Wir lassen ausnahmsweise mal wieder die Türsequenz drin. Einfach weil ich gerade Lust habe. Hier drin erwartet uns anscheinend wieder ein dunkler, dunkler Korridor. Telefon? Das kam von rechts. Und ja, jetzt sind wir bei einer ganz besonderen Stelle im Spiel. Eine ganz besondere auffällige Stelle. Was? Das werdet ihr sehen. Ich werde es gleich extra mal anhalten. Da haben wir es. Ich warte nochmal auf den nächsten Blitz und stoppe das Bild dann. Und mal schauen, ob euch was auffällt. Jetzt müssen wir noch auf den Blitz warten. Anscheinend kommt keiner mehr nach dem ersten. Das ist auch schön, das wusste ich nämlich nicht. Ja, die werden regelmäßig, dann machen wir es einfach so, dass ich euch ein Bild vom ersten Blitz nochmal einfüge hier. Und was auffällig sein wird an diesem Bild, ist, dass Luigi irgendwie ein bisschen ungemütlich hängt. Und das ist eine sehr interessante Sache eigentlich. Was meint ihr, ist das Absicht von den Entwicklern, dass die Luigi ein bisschen aufgehängt haben hier? Da haben wir ihn schon wieder. Oder glaubt ihr, das ist irgendwie nur ein sehr verrückter Zufall, dass man Luigi ja ein bisschen erhängt sieht? Auf jeden Fall ist es wohl eine der kleinen Details, die dieses Spiel auch ausmachen. Naja, egal. Zurück zum Spiel an sich. Hallo? Darf ich fragen, wer da spricht? Bitte? Ich würde sagen, wir sind Bowser am Apparat. Neues Telefon, würde ich sagen. Wer ruft denn hier schon an? Hallo? Darf ich fragen, wer dort spricht? Bitte? Luigi?
Puh, mir spricht tot. Bin ich froh. Keine Ahnung, was ich getan hätte, wenn am anderen Apparat, am anderen Ende ein Geist gewesen wäre. Tja, wir haben ein Riesenproblem. Der Blitz hat im ganzen Haus einen Stromausfall ausgelöst. Was sollen wir jetzt machen? Ach, echt tot. Das habe ich doch gar nicht bemerkt. Dabei fürchten wir uns fürchterlich im Dunkeln. Gibt es denn keine Möglichkeit, das Licht wieder anzuknipsen? Hm, wie? Nein? Wir wissen auch nicht, wie man es wieder in Gang bringt. Wir hatten gehofft, du hättest eine Idee. Ich habe schreckliche Angst. Das heißt, wo ich gerade darüber nachdenke, ich erinnere mich an einen großen Sicherungsschalter im Keller. Und wir rufen jetzt schon wieder an. Ja? Achso, das Rechte. Hallo? Luigi? Hallo? Huhu? Jemand da? Entschuldigung, die Überraschung. Ich bin's, Professor Igisch. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Normalerweise benutze ich ja den Game Boy Horror, um dich zu erreichen. Doch dieses Mal habe ich das Telefon benutzt, da du in diesem Raum bist. Du weißt ja, dass alle Geister das Licht meiden und in der Dunkelheit Zuflucht suchen. Und jetzt pass auf, es gibt einen Geist, der aus der Galerie geflüchtet ist und die dunkelsten Orte aufsucht. Sein Name ist Onkel Bitterlich. Wenn er umherstreift, hast du vielleicht nur diese eine Chance, ihn zu fangen. Warum suchst du ihn nicht, bevor du dich um das Licht kümmerst? Das könnte clever sein. Selbst für einen Geist ist er recht alt. Aber dadurch ist er umso umsichtiger geworden. Was ich dir noch über ihn sagen kann, ist, dass er sich gerne in Räumen mit Spiegeln aufhält. Oh je, die Geister nähern sich deiner Position. Gib acht, Luigi. Tja. Ja, wir haben jetzt kein Geisterproblem. Wieder? Und wie gesagt, das wird jetzt eine ganz schöne Zeit so weitergehen. Ich wollte mich eigentlich umdrehen, aber naja. Okay, der andere hinter uns wird gerade zum Problem. Ach komm, gehen wir einfach. Achso, die ist dicht, die Tür. Wieder was gelernt. So, einfach gehen, das funktioniert immer. Ich frage mich nur, warum ich da nicht weiter erwischt habe. Was soll's? Ich erwische irgendwie immer nur einen. Naja, was soll's. So, ich auch noch. Und der letzte bitte. Wo bist du? Jemand zu Hause? Danke sehr. Hallihallo. Und der sollte jetzt kein Problem mehr sein alleine. So, normalerweise wird ja dann an so einer Stelle das wunderschöne Licht angehen, aber ohne Strom, ja, sehr ungünstig. Da wird Strom leider nicht ganz so gut funktionieren. Stattdessen gehen wir jetzt mal auf die Suche nach Onkel Bitterlich und ja, das wird so weitergehen jetzt etwa. Man könnte jetzt zwar etwa sich umdrehen und alle einsaugen und ja, komm, gehen wir einfach. Das ist immer so schön. Ich meine, man könnte auch einfach sich einmal umdrehen, dann ist auch wieder kurzzeitig weg, aber was soll's. Einfach gehen. Ich sagte einfach gehen. Dann eben nicht einfach gehen. Ich sagte doch einfach gehen. Doch, gehen ist noch eine ganz gute Idee eigentlich. So. Wenn wir mal überlegen, welche Räume haben einen Spiegel? Ich muss selbst mal gerade überlegen, wo er war. Ich hab's ein bisschen vergessen. Muss ich ja ehrlich zugeben. Wenn wir mal drüber nachdenken. Ja gut, wir haben hier natürlich keine Raumbezeichnung. Aber wo könnte er sein? Eventuell ist er irgendwie... Spiegelsaal könnte er unten sein. Was war denn das? Achso, das war eine falsche Tür, da bin ich selbst schuld. Jetzt, das hätte ich eigentlich wissen müssen. Ach ja, immer diese Geister. Einfach gehen, einfach gehen, ignorieren. Habe ich irgendwo die Tür gesehen? Wo war die denn? Achso, man kommt. Achso, das ist der Bereich, ganz vergessen, ja. Wir sind hier gerade auf Etage 1. Dann sollte man auch denken. Ich sollte ja, dass die Mäuse auch Schaden machen. Ich sollte mich vielleicht mal irgendwie um mein Herz kümmern. Ein bisschen vielleicht.
so ein bisschen Auffrischung der Herzen könnte nicht schaden. So, hallo, mein Freund. Hallo, mein zweiter Freund. Wir sagen, wir kümmern uns erstmal um das deine Herzenproblem. Und meine Idee, wo wir Herzen finden, ist dort, wo man sie immer bekommt. Aber wir haben wirklich auch gedacht, hier oben überall Geister einzubauen. Das gehen wir jetzt mal erforschen. Ach ja, die Mäuse. Ich vergesse die Mäuse immer. Ja, die haben hier Geister eingebaut, eindeutig. Ich will noch ein Herz, danke. Und ich bin ja auch schon wieder weg. So, die haben eindeutig dran gedacht, überall Geister einzubauen. Wäre ja auch langweilig, wenn nicht. Ich würde sagen, Raum und Spiegeln können auch hier oben sein. Wenn ich mal drüber nachdenke, gibt es auch noch einen sehr spiegelhaltigen Raum. Ja, ich wollte eigentlich in eine andere Richtung, aber was soll's. Gruppenkuscheln. So können wir auch unsere Herzen auffüllen, denn wenn man mehr als einen Geist auf einmal aufsaugt, können lassen die Herzen fallen. So, jetzt müssen wir nur noch zu den Herzen kommen. So, ein Herzen auffüllen. Nicht ganz voll, weil ich jetzt andere Herzen nicht mehr eingesammelt habe, aber was soll's. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Anscheinend erstmal. Die spawnen anscheinend nicht endlos in hoher Geschwindigkeit, sondern nur endlos. Wobei ich nicht mehr weiß, ob es wirklich endlos ist. Kann auch sein, dass sie nicht endlos sind. Also, das ist pro Raum quasi. Eine bestimmte Menge gibt's, die festgelegt ist. So, erstmal diese hier schnappen. Okay, den Rosanen wollte ich eigentlich auch noch erreichen, aber was soll's. Man kann nicht immer alles haben. Ist auf jeden Fall wieder voll, so kann man sich sehr schön auffüllen. Im Grunde genommen, dass die Herzen fallen lassen, ist fast nie im Spiel wirklich relevant, aber jetzt auf einmal dann doch. Ach, hier haben wir ihn auch schon. Die Frage war nur, wie kümmert man sich um ihn? Ah. Achso, ja, okay. Das war ja nicht gerade komplex. Kümmern wir uns mal um unseren kleinen Freund hier. Okay, jetzt, ja. Wollte gerade sagen, bin ich ja in der Ecke ein bisschen ungünstig, wenn der Giftpilz auf mich zufliegt. So. Ah, schön wie groß. Ja, wir warten gespannt. So, danke und weiter geht's mit ihm. Man muss sagen, dieser Geist hier ist absolut nicht nötig. Denn man kann ihn wirklich nur in der Dunkelheit fangen. Aber was soll's. Wir nehmen ihn natürlich mit, denn alle Gemäldegeister sind natürlich mein Ziel. Ich will ja möglichst viel vom Spiel zeigen. Außerdem gibt es hier eine kleine Truhe. Und was haben wir hier drin? Einen Schlüssel. Und wofür ist dieser Schlüssel bloß hin? Aha. Ab in den Keller. Und wie ihr richtig gesehen habt, dieser Schlüssel führt genau in den Kellerraum, wo wir schon mal drin waren. Denn dieser Kampf ist doch nicht so unnötig, wie immer alle sagen. Weil man vergisst sehr schnell, weil das Spiel ihn so darstellt, als wäre es Bonus. Nein, er ist Pflicht. Sehr gut als pflichtgetarnter Boss. Also, ich meine, das mussten die Entwickler auch machen, wenn man sich drüber nachdenkt. Weil sonst teleportiert man sie mit dem erstbesten Spiegel zum Foyer, rennt hier einmal runter und das war's. Sind wir mal ehrlich, das wäre das, was jeder machen würde. So. Einmal Strom an. Ich weiß gar nicht, ob man in dieser Zeit nochmal die ganzen Mäuse, die man vielleicht übersehen hat im Laufe der Zeit, noch einmal wieder ja, die goldenen Mäuse mit Käsestück und ähnlichem wieder nutzen kann. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall können wir weiter in den Keller voranschreiten anscheinend. Aber erstmal haben wir hier noch einen Buu. Und bist du der Buu? Nein, du bist nur ein Ball. Du bist aber der Buu? Nein, du bist es auch nicht. So, da hinten vielleicht? Nein.
Ist da vielleicht hier hinten drüben was? Die Fässer sehen gut aus. Wir klappern einfach mal alle ab und da haben wir ihn. Buffalo Bow. Nehmen wir mal mit. Naja, oder auch nicht, wenn er jetzt einfach abhaut. Dann hat er eine gute Ausrede, nicht mitgenommen zu werden. Aber ich würde sagen, darum kümmern wir uns ein anderes Mal, denn bei dem Stromausfall haben wir genug getan, diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, sag ich. Tschüss.